Was ist nicht schon alles über diese sehr langen Tische in Moskau gesagt worden, an dem sie alle Platz nehmen mussten? Macron, US-Präsident Biden, wenn auch nur virtuell, und zuletzt Olaf Scholz. Der Tisch als Symbol, mehr Entfremdung zwischen Ost und West geht nicht. Dabei hatte alles einmal ganz anders angefangen. Ein Jahr nach Amtsantritt besucht Putin 2001 Deutschland und hält eine Rede im Bundestag. Auf Deutsch, das spricht er fließend nach seiner Zeit als KGB-Agent in Dresden. Heute müssen wir fest und endgültig erklären: Der Kalte Krieg ist vorbei. Die Welt befindet sich auf einer... Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Wir verstehen, ohne einer modernen, dauerhaften und standfesten internationalen Sicherheitsarchitektur schaffen wir auf dem Kontinent nie Vertrauensklima an. Und ohne diesen Vertrauensklima ist kein einheitliches Großeuropa möglich. Heute sind wir verpflichtet zu sagen, dass wir unsere Stereotypen und Ambitionen loswerden und der Bevölkerung Europas und der ganzen Welt Sicherheit zusammen gewährleisten. Russland will mitspielen, Putin will ernst genommen werden, doch seine Erwartungen erfüllen sich nicht. In russischer Perspektive ist die Freundlichkeit nicht freundlich beantwortet worden, sondern die Pläne, die Russland hatte, sind gewissermaßen kalt abgeprallt. Der Westen war nicht bereit, darüber zu reden. Die NATO sollte die zentrale Institution in der europäischen Sicherheitsordnung sein. Die NATO hat sich erweitert. Russland wollte das von Anfang an nicht, sondern wollte gleichberechtigt in diesen Fragen mitreden. Und die NATO hat gewissermaßen Russland einen Platz am Katzentisch zugewiesen. Das hat Russland nie gefallen. Putin wird sich später mit einem Hund revanchieren. Labrador Conny ist 2007 dabei, als Angela Merkel kommt. Dabei weiß Putin ganz genau, dass die Bundeskanzlerin Angst vor Hunden hat. Fast trotzig wirkt der russische Präsident bei seinem letzten G8-Gipfel in Nordirland. So sieht einer aus, der weiß, dass er nicht dazugehört. Ein Jahr später wird er nicht mehr dabei sein. Die Treffen finden ohne Russland, ohne Putin statt. Da hat Russland gerade die Krim besetzt, völkerrechtswidrig, und führt Krieg in der Ostukraine. Seit 8 Jahren wird in der Region gekämpft. Gibt es Tote, müssen Menschen ihre Häuser, ihre Heimat verlassen. Russland muss seinen Weg ändern. Ich meine, wir konzentrieren uns sehr darauf, was Russland von uns fordert. Und ich bin der Ansicht, dass wir uns auch darauf konzentrieren sollten, was wir von Russland fordern können. Russland besetzt Territorium, das zur Ukraine gehört. Es hat eine Rebellion in der Ukraine angezettelt. Es ist ein Bedrohungsszenario, das Russland langsam erweitert. Militärmanöver 2017 in Belarus, das heißt direkt vor der Haustür von Polen, Litauen, Lettland und Estland, alles NATO-Mitglieder. Die NATO verlagert im Gegenzug Kampftruppen ins Baltikum, das Misstrauen wächst. Bewaffnete NATO-Jets werden zur Luftraumüberwachung eingesetzt. Allein im vergangenen Jahr fangen sie 290 russische Flugzeuge ab. Es ist so etwas wie ein Vorspiel für den aktuellen Konflikt. Wieder lässt Putin Panzer aufziehen zu Manövern in Belarus und an der Grenze zur Ukraine. Bis zu 150.000 russische Soldaten. Und auf einmal ist sie wieder da, die Angst vor einem Krieg in Europa. Sie haben uns in den 90er Jahren gesagt, kein Zentimeter Richtung Osten. Und was ist passiert? Wir wurden betrogen. Wir wurden dreist betrogen. Was Putin also wirklich versucht zu erreichen, ist in einem gewissen Umfang die derzeit in Europa bestehende Sicherheitsordnung herauszufordern, einer NATO-Erweiterung ein Ende zu bereiten und sicherzustellen, dass die Ukraine niemals Mitglied der NATO wird. Und wenn möglich, die militärische Präsenz westlicher Länder in der Nähe der russischen Grenze zu reduzieren. Strategisch, eiskalt, einen, den der Westen ernst nehmen muss. Das ist die Botschaft, die Putin seinen internationalen Gästen mitgibt.
Ein Taktierer, dessen Plan am Ende aufgehen könnte. Dazu ist er offenbar auch bereit, erste Einheiten von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Nun, es geht um vitale Interessen Russlands. Und Länder sind, das zeigt die Geschichte, für vitale Interessen bereit, auch Krieg zu führen. Und in diesem Fall ist das auch so. Ich glaube, Russland ist entschlossen, das jetzt den Versuch zu machen, das durchzusetzen, was es sich vorgenommen hat. Und wenn es dazu Militär braucht, dann wird es vermutlich dazu kommen. Wenn es ohne geht, glaube ich, ist es auch in russischer Perspektive die deutlich bessere Option. Putin, der starke Mann im Kreml. Einer, der dem Westen seinen Willen aufdrückt. Wenn nicht mehr als Freund auf Augenhöhe, dann als ernstzunehmender Gegner.